Oh ja, wir wollten ja nochmal kurz über das Spiel nochmal was erzählen. Also erstmal nochmal herzlich willkommen. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade auf YouTube und auf Twitch. Ich streame zusammen mit dem Cookie, mit dem amerikanischen Keks. Guten Tag. Schönen guten Tag. Und wir nehmen das Ganze natürlich auch noch für YouTube auf. Also zwischendurch nicht wundern, wenn da mal so eine Einblendung kommt. Was weiß ich, Follow, Sub und keine 3000 Personen Raid oder irgend sowas. Das ist so das Übliche, was man eben so hat. Nicht wundern, ich habe aber die Sounds dann ausgestellt, das Spiel läuft. Wir spielen zusammen heute The Dark Pictures Anthology Little Hope, der zweite Teil. Da kann vielleicht wahrscheinlich der Cookie ein bisschen mehr drüber erzählen, weil ich glaube, er hat sich ein bisschen mehr über Little Hope schon informiert als ich. Also daher sollte er vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen. So, diese Storys haben ja immer ein bisschen echte Geschichten. Also so wie Man of Medan echt war, wo es das Schiff damals wirklich gab. So ist auch wieder bei Little Hope was echt. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das gerade am Anfang sagen soll. Ah, also wenn du spoilerst nicht. Also wir können ja, glaube ich, was wir sagen können, ist, dass es diesmal das grobe Thema Hexen hat. Also es geht wohl um Hexenverbrennung, Hexen, Geister und Pipapo. Und wenn man halt Man of Medan schon gesehen hat, weiß man etwa, wo das hinläuft. Diese Geschichten hat es ja echt gegeben, zumindest zum Teil. Also die Spiele sind ja inspiriert von diesen echten Geschichten. Auch Man of Medan, dieses Schiff, wo die alle nachher an diesem Gas versterben, hat es tatsächlich so gegeben. Die sind natürlich alle nicht eskaliert und haben sich alle gegenseitig umgebracht, also mutmaßlich. Genau. Sondern die sind einfach an dem Gas nur gestorben. Deswegen war es nachher so eine Art Geisterschiff. Wie das nachher hier ist, weiß man nicht. Hexenverbrennung, da gibt es ja auch wahrscheinlich Sagen und Mythen und weiß der Geier was. Werden wir sehen. Ne, also, vor allem, wie sich das dann nachher auch so spielt. Ganz grob wird man die Geschichte wahrscheinlich schon mal gehört haben. Das kann ich schon mal vorab sagen. Ohne irgendwas, Ja, das kann sein. Oder zumindest ein Teil davon. Was wir vielleicht noch als Information angeben könnten, ist, dass wir das Ganze mit dem Xbox-Controller spielen werden. Das mache ich ganz gerne schon mal. Ist auch ein bisschen bequemer. Und Obwohl ich dann meistens die Quicktime-Events verkacke, weil ich den Xbox-Controller nicht so kenne, wie ich den PlayStation-Controller kenne. Okay. Da kann ich da weißt du die Knöpfe gleich auswendig. Ich muss mir erstmal so wieder gucken. A, B, X, Y, wo war jetzt noch X, wo war jetzt noch Y, das verstehe ich immer nicht. Am besten wechselst du dann noch mit Nintendo ab, ne? Wo du dann irgendwie Y unten in der Mitte hast oder sonst was. Ja, genau, wenn ich meine Switch oder sowas, da muss ich auch mal gucken. Wo war jetzt A, wo war jetzt B, wo ist noch das? Das ist immer unglaublich. So, Gut, dann würde ich sagen, ich würde mal auf Spiel nicht alleine klicken. Okay, dann lad du mich ein. Ich muss mal gucken. Erstmal Filmarm, was ist das denn? Gib den Controller weiter und erlebe die Story mit 2 bis 5 Freunden. Nein, das wollen wir nicht. Nee. Gemeinsame Story. Spiel die Story online mit einem Freund. Gut, wir sind zwar keine Freunde, aber wir spielen zusammen. Nein, das macht keinen Spaß. So, also ich meine natürlich gemeinsame Story. Ich weiß ja nicht, ne? Das Intro, das hat mich jetzt schon echt abgeschreckt. Ich glaube, ich muss abbrechen. Ja, das war schon. Also erbrechen können wir uns, werden wir wahrscheinlich sowieso. Aber ich mache jetzt mal gemeinsame Story. Ist ja eine Frage, ob wir uns überhaupt finden hier. Session wird erstellt. Also kann sein, dass es gleich einen kleinen Cut gibt, weil gleich gehen die Server nicht. Achso, warte mal. Ich muss dich über Steam einladen. Das ist schon mal gut. Dieses Flackern, was ihr hier gerade vielleicht hier und da mal seht, ich glaube, das ist ein bisschen da. Das liegt an der Capture Card. Das Spiel will da irgendwie nicht so ganz, wird aber hoffentlich im Spiel gleich gehen. Also ich habe dir in den Einstellungen ging's eben. Jetzt gerade eine Einladung geschickt. Eigentlich müsste da was passieren. Ich habe eine Einladung bekommen. Dann nehmen wir doch direkt mal an und machen auch hier direkt wieder den hier. So, okay, das heißt, du bist da. Umleitung, deine am Straßenrand. So, neue Story. Jo. Mehr können wir sowieso nicht machen. Szenenauswahl macht sowieso keinen Sinn. Beginn eine Story von Anfang an. Profil des Partners brauchen wir nicht. Auswählen können wir. Das heißt, wir können, glaube ich, starten so langsam. Ne? Ja. Dann mache ich mich, glaube ich, jetzt schon mal bildtechnisch weg. Ach ja, und wahrscheinlich wird es jetzt gleich ein kleines Intro geben. Vielleicht eine Information noch zu Anfang. Wir hatten uns im Vorfeld so ein bisschen abgesprochen, dass wir, wenn es das Spiel so hergibt, wir wissen es natürlich nicht. Ja. Wenn wir alleine sind, dass wir dann auch die jeweils anderen nachher stumm schalten. Ne, sodass wir tatsächlich für uns alleine sind. Das heißt, wenn es da irgendwelche Verknüpfungen geben sollte, nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr den anderen in dem Augenblick dann nicht hört. Mal gucken, ob wir dann selber dann dran denken, uns stumm zu schalten. Aber ich denke mal, das machen wir dann so, oder? Ja, das würde ich auf jeden Fall so machen. Okay, prima. Dann drücke ich doch mal auf neue Story, oder? Legen wir los. Bis gleich. Warte mal, erstmal neuer Platz. So, Sekunde, neuer Platz. Start als Anthony oder Start als Tanya. Willst du Anthony spielen oder willst du Tanya spielen? Dann würde ich Anthony spielen, wenn du nichts dagegen hast. Dann spiele ich Tanya. Okay. Wir werden wahrscheinlich nachher noch einmal durchtauschen. So, ich aktiviere mal kurz Tanja.
Start als Tanja. Bereit? Achso, warte mal, ich muss jetzt bereit noch klicken. Ich bin bereit. Wenn du jetzt noch auf bereit gehst, müsstest du das Spiel eigentlich starten. Okay. Und es lädt. Los geht's. Sehen wir uns gleich. Ja. Also hören. Ja, ich muss mal gucken. Ah ja, wunderbar. So, jetzt war's. Die ersten Hürden haben wir hier schon mal überstanden. Jo. Gucken wir mal, jetzt geht's los. Ja, ja, Ladebalken natürlich, der obligatorische. Und ich geht's auch gleich. Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Ah, klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Diese Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug. Wie lange bist du nüchtern? Was genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, hey. John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte.
auf, James! Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich hab nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik... Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst jetzt so viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten Familie. Ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Wirklich ernst. Nicht jetzt! Nicht heute. Bloß nicht. Ich hatte viel Spaß und die Fahrt war sehr schön. Ich spiele immer gern Taxi. Du bist lustig. Ich? Ich muss echt weg von hier. Und meiner lieben Familie. Und zwar schnell. Komm schon. So schlimm sind die nicht. Wenn du wüsstest. Sehen uns morgen. Ja, klingt gut. Gut. Hörst du mich? Okay. Scheiß Eis. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Wie läuft's? Lass mich raten. Er ist nüchtern wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Sie streiten sich so oft und sagen immer dasselbe. Immer wieder dasselbe. Du könntest auch mal Interesse zeigen. Weißt du? Einmal. Hab dich nicht so. Ist doch nichts Neues. Sie streiten sich schon, seit wir krabbeln konnten. Du bist gekrabbelt. Ich bin gelaufen. Dennis, zum 1000. Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Was ist denn mit dem los? Cookie trifft die Entscheidung. Ich treffe die Entscheidung. Ich weiß ja auch, wer du bist und wer ich bin. Ich dachte, du wärst es der. Wie lebt und lebt. Dachte ich bei dir eigentlich auch. Er ist ganz er selbst. Wie überraschend. Und ich dachte, wir sind da gerade am Rumknutschen. Das ist ja schräg gewesen. Hey, Dennis. Oh, okay. Hey. Nicht jetzt, Schwesterherz. Oha. Das war so klar. Hey, spinn hier nicht so rum. Eieiei. Och, Mann. Oh. Du blödes Junge. Kind. Hast du mich?
mich erschreckt. Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen. Vollbart? Diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen. Vollbart, nicht Vollbart. Würde sagen, Fuchs ist noch nicht so stark. Das war bestimmt die auf der Straße. Die sieht schon böse aus, ne? Also ich meine, wenn, da weißt du gleich, wenn die mal Geist ist, die dreht ab. Oh ja. Oh oh. Jetzt bringt sie die Mutter. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Muss ich schon wieder entscheiden? Ich muss schon wieder entscheiden. Megan nervt. So, die nervt. Megan ist ein nerviges Kind, das andauernd nervige Dinge tut. Mom und Dad wissen das schon. Schon, aber Megan hat den Streit mit angehört. Sie schien sehr aufgebracht deswegen. Sie ist ständig wegen irgendwas aufgebracht. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Ja, tu es. Megan ist nach oben. Schau doch mal nach ihr. Falls du nichts zu tun hast. Mach doch selber, Cookie. Warum soll ich jetzt nach oben gehen? Ah, toll. Ich darf wieder als Erstes sterben. Naja, das macht eigentlich keinen Sinn, weil sonst wäre das Spiel ja gleich schon fast wieder vorbei. Ja. Na gut, dann gehe ich mal gucken. Hast du jetzt eigentlich ein anderes Bild? Du bist jetzt unten gegangen, ne? Ich bin jetzt unten, genau. Okay, cool. Wollen wir uns dann wegmuten oder wollen wir noch erstmal warten? Ja, ich würde sagen, wir muten uns. Okay, alles klar. Okay. Ihr könnt mich aber noch hören, ne? Hoffe ich doch. Ich gehe mal gucken. So, das zu. Megan. Wie, nee? Was, nee? Also, mich könnt ihr noch hören. Oder nicht? Also, den Cookie können nicht hören, aber mich. Sag bitte ehrlich, weil... Hey, Mom? Hallo? So, okay, mal gucken. Gehen wir da mal rein. Church of Terror. Mal gucken, ob wir hier oben noch vielleicht auch gleich schon irgendwas finden, was wir lesen können. Oder müssen. Ich weiß auch gar nicht, welchem Raum wir jetzt gerade sind. Ist das hier von... Das sind zwei Betten. Ich gucke überall einfach mal hin. Mal rein. Mal schauen, was hier so abgeht. Gesperrt. Untersuchung. Warte. RT, rechter Trigger. Ich hab nicht verstanden, was an diesem Zeug findet. Okay. Komische Figur. Pass mal auf, wenn nicht mal das kleine Mädel nachher so eine Art Inkarnation einer ehemaligen Hexe oder sowas ist, dass die verbrannt worden ist und die jetzt durchdreht, weil die nochmal irgendwie... Ach, keine Ahnung. Schauen wir mal. Church of Terror. Gehen wir mal weiter gucken. Hier gehen wir mal hier hinten hin. Die Leiter gucken uns gleich an. Aber die Kameraführung ist genauso schwierig wie Man of Medan teilweise. Mal, wo man wieder ganz anders steht, so wie hier zum Beispiel. Ein Büchlein. Tagebuch. Yay! Drücke RT, um aufheben von Büchern. Benutze R, um zu blättern. Machen wir doch gerne. Ich lese doch gerne in fremden Tagebüchern. Also kann ich nicht. Schade. Kann ich nicht. Nicht. Doch jetzt. Ah. Welcher abgeweihte Schnüffler hat es gewagt, in meinem Tagebuch zu lesen? Achso, das ist dein Tagebuch. Okay, 3. Januar. Heute schneit es, deshalb stecke ich zu Hause fest und streite mit M. Während Mom putzt, M ist die Hölle. War das jetzt Megan? Ich weiß nicht. Man muss sie ständig beobachten. Lässt man sie nur eine Sekunde aus den Augen, ist sie schon verschwunden und verursacht irgendwo Chaos. Heute habe ich sie erwischt, wie sie mit Dads Streichhölzern spielte. Zum Glück hat sie keines angezündet. Ich habe sie angeschrien, dann hat sie zu heulen angefangen und Mom hat mich angeschrien. Ich bin den ganzen Tag lang im Haus gefangen. V ist arbeiten. Fühl mich hundeelend. Achso, da kann ich runterscrollen. 8. Januar. Heute war es ganz schön stressig im Diner, weil ich für Jenny eingesprungen bin, aber dafür springt sie morgen Abend für mich ein. Murray war wie gewöhnlich schlecht gelaunt. Der Toucher hatte seine üblichen Tricks auf Lager und betatschte meinen Hintern bei jeder Gelegenheit. Da stehst du doch drauf. Moment mal, das bin ich. Ne. Ich habe Kaffee über seinen Schoß geschüttet. Jetzt ist hoffentlich Schluss. Tick-Tack-Boom, die Uhr ist dumm. Was? Was? Was war das gerade? Tick-Tack?
Ich wollte zu Ende lesen. Tasche, bababab, Kaffee, Schoß verschüttet, blablabla. Morgen werde ich V zum ersten Mal in einer Woche sehen. Also V ist wahrscheinlich hier unser Liebhaber, unser Freund. So, 9. Januar. Ich bin heute mit V zur Kiste gefahren. Zur Küste gefahren. Haben uns dort eine Flasche vor dem Whisky geteilt, den er mag. Es war kalt, aber nett. Eine frische Kälte. Wir hatten es warm im Auto. V ist lustig. Tut so, als wäre er ein Blödian. Genau wie ein Comedian im Fernsehen. Aber in Wahrheit ist er ziemlich schlau. Und alle sind neidisch auf sein Auto. Ich hab mich hier nur das Auto. 15. Januar. V wollte den neuen Western ansehen. Den dänischen Western wahrscheinlich. Aber ich hatte keine Lust auf Cowboys. Ja, siehst du? Keine Lust auf Cowboys. Deshalb sind wir zu Harry's gefahren, aßen einen Burger und kegelten. Es ist so toll, wie ein Erwachsener behandelt zu werden. V ist echt süß, aufmerksam und nett. Wir passen zusammen. Dad ist immer noch unglücklich, weil ich mit einem Kollegen ausgehe. Der Himmel weiß, was Mom denkt. Ich habe genug von dieser erbärmlichen Familie, besonders von der Göre. Ich kann meine Freiheit kaum mehr erwarten. Vielleicht ist V der Schlüssel. Oh Mann, das war falsche Richtung. Ich muss mal wieder zurück. Ist wieder so ein bisschen Lesestunde. Mal gucken, ob der Cookie vielleicht auch so ein bisschen Lesestunde hat. Das weiß ich nicht. Okay, das scheint alles gewesen zu sein. Ja, B. Also auf jeden Fall hat jemand in unserem Tagebuch rumgeschnüffelt. Interessant. Okay, mal weiter. Wir hoffen das jetzt nicht. Vor allem dieser Soundeffekt zwischendurch. Nicht, dass wir jetzt gerade irgendwie so einen Schockmoment hatten und nicht verpasst haben. Über den Sound habe ich mich schon erschreckt, aber man weiß ja nicht, ob in der Zeit wieder irgendwie irgendwo was passiert ist. Kann ja auch sein, dass Cookie irgendwas gemacht hat. Man weiß es ja nicht. Cookie wieder. Scheiß gebaut. Oh, Spiel pausiert. Okay, Moment. Ja, Cookie? Ich bin aus Versehen auf Pause gekommen. Ich will aber kurz eine Sache ganz kurz erwähnen. Ja. Können wir gleich ganz kurz einen Zwischencut machen? Ich glaube, ich muss mal das Programm neu starten, beziehungsweise schnell den PC, weil das flackert immer wieder mal. Das hat sich leider nicht behoben. Ja, wenn wir jetzt in der Pause sind, wollen wir das jetzt ganz kurz machen? Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt. Dann machen wir es. Immer ein kleines Päuschen. Ja. Gut, dann können wir ja fortsetzen. Ich drücke mal auf fortsetzen jetzt. Achso, gut, du kannst ja sowieso nicht vorher anfangen, okay. Genau. Zack. So, okay. 3, 2. Achso, wir müssen uns wieder wegmuten. Jo. So. Gut. Hier oben haben wir geguckt. Tagebuch haben wir gelesen. Hier waren wir drin. Das heißt, uns fehlt jetzt tatsächlich die Leiter. Da kommen wir nicht durch. Das läuft alles. Ich muss erstmal wieder gucken, nicht, dass hier in der Zwischenzeit wieder irgendwas ausgefallen ist. Reden. Ich will doch nicht mit der Treppe, mit der Leiter reden. Reden? Wieso reden? Hä? Reden? Achso. Dennis? Bist du noch hier? Was willst du? Dennis. Wie geht's denn meinem liebsten Bruderherz? Nicht so gut. Das Trampeltier ist über meine Platten gelatscht. Sie ist deine kleine Schwester. Außerdem scheint ihr Musikgeschmack besser zu sein als deiner. Okay. Können wir jetzt irgendwo rein? Da können wir nicht rein. Ich denke mal, wir müssen gleich wieder nach unten. Oder auch nicht. Drücke A, um Rhythmus Herzschlag. Ach du grüne Neune. Ist ihnen egal. Eine Taste wechseln. Ganz ruhig, okay. Sehen mich nicht. Für die bin ich Luft. Das ist nicht richtig. Nein, das mache ich nicht. Hat ja schon mal gut funktioniert. Na, ich sag ja, die hat... Nein, ich soll jetzt an allem schuld sein. Das ist unfair. Hey, Megan. Was ist los? Ich hör dich nicht. Hey, mit wem redest du da? Mit jemandem, dem ich nicht scheißegal bin. Was denn, Mist? Wovon redest du? Kannst du nur... Wovon sprichst du? Deine liebe Schwester? Was war das? Ein Vogel. Die Musik im Hintergrund schon, ne? So. Was?
Megan. Megan! Hey, Megan! Anthony, hallo? Anthony, wo zur Hölle bist du? Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend! Anthony, wehe, du antwortest jetzt nicht! Du hast recht mit meiner Familie. Oh oh. Ich glaube dir. Tanya, was ist los? Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Genau. Cookie, lass mich rein. Oder raus. Nee, rein. Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Mist! Megan! Wo bist du? Die Küche steht in Brand! Ist nicht dein Ernst, oder? Megan! Klar, und er wacht natürlich nicht auf, oder was? Cookie, hilf mir! Los! Hilf mir! Brav! Ja, lass sie brennen, Kleine. Nein. Anthony! Hilfe! Was soll ich tun? Springen? Ja, tu. Entscheide dich mal einmal! Was soll ich tun, fragt sie. Wie dämlich bin ich bitte? Runterklettern, hier runterklettern. Geht das dann? Achso, dann muss ich das machen. Ich kletter mal runter. Eieiei. Ich breche, ist mir mal scheißegal, ob ich mir was breche. Hauptsache ich verbrenne hier nicht. Ja, Genickbruch, yay. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Gut, das Spiel ist vorbei, alle sind gestorben, wir haben gewonnen. Aber ich glaube, es werden sowieso alle sterben. Fängt ja schon mal gut an. Ja. Ein Glück bin ich endlich, habe ich endlich meine Ruhe. Ja, toll. Toll, Cookie. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich wollte extra dir helfen, weil ich dachte, du weißt, Tanja, Nordic. Scheiße. Ja, der verreckt doch auch. Ja, guck mal, wie du stirbst. Bin mal gespannt. Und weh, du stirbst nicht. Bin ich aber sauer. Den Übungen.
Ja. Eieiei. Und der hackt dir jetzt den Kopf ab. Genau. Ja, toll. Danke, dass du das Feuer gelegt hast. Was hast du getan? Nee, ich hab's nicht gelegt. Mom, ja. Na, endlich. Na, also geht doch. Okay, wir sollten gar nicht überleben. Nein, das ist genauso wahrscheinlich wie bei Man of Medan, war das ja auch so, dass am Anfang ja auch alle gestorben. Ja, stimmt. Das also, ist, ja. Mal gucken, ob gleich das Intro kommt. Mal gucken. Kann nämlich sein. Und schon eine. Okay. Oh ja. Won't you spare me over till the nerve?